auf dem Buckel über 4000 Höhenmeter durch den Schneestapfen. Soldaten brauchen diese Woche in Tirol richtig gute Kondition zur Edelweiß Raid 2015. Wir befinden uns hier beim Lagezentrum der Edelweiß Raid und ich bitte euch nun hereinzukommen und euch mit dem Herzstück dieser Edelweiß Raid etwas vertraut zu machen. Hier sehen wir also die meteorologische Lage, die Lage der Niederschläge und das Lawinengefahrenmuster. Hier finden wir Protokoll über Lawinensprengungen, die wir aufgrund der Lawinengefahrensituationen in Tuxer Alpen durchführen mussten. Hinter dem Namen versteckt sich der härteste militärische Gebirgswettkampf der Welt. 450 Soldaten aus 7 verschiedenen Nationen sind mit dabei. Sie müssen in 2 Tagen 40 Kilometer und 4200 Höhenmeter hinter sich bringen. GPS-Tracking, das heißt, jedes Funkgerät hat einen GPS-Empfänger drinnen und übertragt uns in einem gewissen Zeitrhythmus die GPS-Koordinaten und die werden dann in dieser Software dargestellt. Ne? Der Server dazu steht aber in Wien. Im XXL-Format sollen Einsätze im alpinen Gelände genau simuliert werden. Damit auch alles glatt geht, beobachten Experten die Wetter- und Lawinensituation. Die Soldaten kommen für den Wettkampf aus vielen Ecken Europas nach Tirol, so zum Beispiel aus Russland, Bulgarien oder Kroatien.